Nintendo hat die mit Spannung erwartete Nintendo Switch vorgestellt und BlackBerry ist zurück, und zwar fortschrittlicher denn je mit dem weltweit sichersten Android-Smartphone. Das Kaffeesatzlesen rund um Nintendos neue Konsole hat mit einem dreiminütigen Video sein Ende gefunden. Man sagt, dass dies eine der revolutionärsten Konsolen sein wird. Es ist ein Hybridgerät, das Heimkonsole und Handheld vereint. Auf diese Weise können Spielenthusiasten zu Hause spielen, während des Pendelns oder einfach überall. Der Trailer zeigte auch eine Reihe von neuen Spielen für die Konsole, darunter das neue Zelda-Spiel Breath of the Wild und ein neues Mario-Spiel, das eine starke Ähnlichkeit zum klassischen Mario 64 aufweist. Der Preis und das offizielle Veröffentlichungsdatum sind noch nicht bekannt. In der Zwischenzeit wird dieser Trailer die Nintendo-Fans necken, bis weitere Informationen enthüllt werden. Move, ein Aktivitätstracking-Unternehmen, das die modernsten Fitness-Wearables entwickelt hat, setzt sich wieder in Bewegung, dieses Mal mit seiner neuesten Innovation, dem Move HR. Move HR ist ein kleines Gerät, das die Herzfrequenz misst und an den Kopf des Trägers gehängt wird. Aber keine Angst, es ist kein Roboterimplantat, es wird mit einem tragbaren Stirnband befestigt. Was ist das Tolle daran? Nun, es ist das fortgeschrittenste tragbare Herzfrequenzmessgerät überhaupt. Es ist wasserdicht, hat eine 6 Stunden Akkulaufzeit und bietet Echtzeit-Coaching und ein Zone-Based-Training an. Wie viel kostet dieses coole Gadget? Das Gerät wird separat verkauft, also entweder als Move HR Sweat, was das Standardgerät ist, oder als die Move HR Swim, die für alle Wassersportaktivitäten geeignet ist. Für 99 Dollar kann man sich solch ein Gerät kaufen. Für eine begrenzte Zeit bietet Move jedes einzelne Gerät für nur 59,95 an. Das DTEK60 ist das nächste Flaggschiff von BlackBerry. Das Telefon, das als das weltweit sicherste Android-Smartphone vermarktet wird, könnte BlackBerry wieder in die Top-Liste aller weltweiten Smartphones befördern. Worum geht es? Hier sind einige Vorteile. Eine 5,2 Zoll kratzfeste Anzeige, eine 13 Megapixel Autofokus-Kamera und eine 2 Terabyte Micro-SD-Karte. Das Telefon kostet 275 Pfund und im Vergleich zu den durchschnittlichen Smartphone-Kosten ist dies kein hoher Preis. Sie können dieses Telefon online kaufen, also wenn Sie ein BlackBerry-Fan sind, dann ist dies etwas für Sie. Das war es für heute. Ich bedanke mich für das Zusehen. Schalten Sie am Donnerstag wieder ein. Bis bald. See you then.